In Verbindung zu stehen verändert die Art, wie wir leben, arbeiten und spielen. Was mit einer einfachen E-Mail begonnen hat, hat inzwischen alle Erwartungen übertroffen. Vor uns liegt eine Zeit, die wir die Giga-Welt nennen. Eine Welt, in der Millionen Menschen Zugang zu Breitbandnetzen mit einer Geschwindigkeit von 1 Gigabit pro Sekunde und mehr haben. Eine neue Generation von Hochgeschwindigkeitsnetzen eröffnet eine neue Welt der Möglichkeiten, ein Milliardenmarkt. Einer aktuellen Studie zufolge wird die Gigawelt Innovationen im Wert von 250 bis 660 Milliarden Euro anstoßen, und zwar bis zum Jahr 2025. Drei Sektoren werden im kommenden Jahrzehnt wachsen: Mixed Reality, virtuelle Telepräsenz und Automation. Max hat ein Studio in London für Mixed Reality. Er benutzt die HoloLens von Microsoft. Ein Klient von mir ist ein Londoner Immobilienentwickler. Für ihn visualisieren wir mit der HoloLens Möglichkeiten, wie seine Gebäude aussehen könnten. Die HoloLens macht es möglich, einfach ein Gebäude auf einem Tisch darzustellen und dann noch eine Landkarte dazu zu packen, um zum Beispiel die Umgebung zu zeigen. Eine Einschränkung ist, dass die Geräte wie die HoloLens nicht systemübergreifend funktionieren. Wir können nicht unbegrenzt große Modelle erschaffen und wir können nicht zu viele Modelle zur gleichen Zeit darstellen, sonst wird das System langsam. Wenn aber jeder Zugang zu 1 Gigabyte oder mehr Daten hätte, könnten wir die Daten auf unseren Computern generieren und einfach auf das Gerät streamen. Wir sind nach Madrid gefahren, um den Manager des Philips Hospital-to-Home-Programms zu treffen. Eines der Geräte in der Telemedizin ist ein Tablet, das es möglich macht, dass Patienten mit ihrem Arzt sprechen können, ohne dass sie ihre Wohnung verlassen müssen. Die Ärzte und Pfleger schauen sich die Daten jeden Tag an. Wir können viel schneller reagieren, wenn sich etwas ändert. Das ist viel effizienter und wir können bis zu 200 Patienten pro Tag versorgen. Betriebswirtschaftlich werden dadurch eindeutig Kosten gesenkt, vor allem im Bereich Notfall und Neuaufnahme. Die Patienten ersparen sich einige Besuche im Krankenhaus. Sie haben das Gefühl, selbst mehr Verantwortung für den Heilungsprozess zu übernehmen. Alles wird mobil und tragbar. Die Technik bindet sich immer besser ein. Man bemerkt nicht einmal, wenn man zu Hause medizinisch überwacht und betreut wird. Die Universität Leeds hat gemeinsam mit 4 anderen Unis ein Projekt gestartet, bei dem es bis zum Jahr 2050 um eine Stadt geht, die sich selbst repariert. Ziel ist, die Kosten für Straßenarbeiten zu senken und so Geld zu sparen. Zu diesem Zweck werden Roboter und Drohnen eingesetzt, die Kameras installieren oder Schlaglöcher stopfen. Wir möchten, dass die Roboter selbst Fehler im Millimeterbereich erkennen und das Problem lösen, bevor es ernst wird. Um einen Ort wie Leeds zu erhalten, bräuchten wir wahrscheinlich tausende Roboter. Sie müssten alle miteinander vernetzt sein. Es müsste wahrscheinlich ein Kontrollzentrum geben. Damit das alles möglich ist, brauchen wir eine signifikante Menge Bandbreite. Und deshalb setzen wir auf die Gigawelt. In Brüssel haben wir mit einem Wirtschaftswissenschaftler über die Gigawelt gesprochen. Er glaubt, dass der Fortschritt auch vom Verhalten der Politik abhängt. Sie kann die Technikrevolution beschleunigen oder sie zurückhalten. Politiker haben eine zentrale Aufgabe in diesem Prozess. Es geht darum zu verhindern, dass Dinge entschieden werden, die diesen Innovationszyklus abwürgen würden.